Guten Abend. Vielen, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich habe diese Woche was Interessantes gelernt. Und zwar wusste ich ja, dass wenn man 50 Jahre verheiratet ist, feiert man ja goldene Hochzeit, ist klar. Bei 60 Jahren Diamantene und bei 65 die Eiserne. Ja? Und jetzt habe ich gelernt, was man feiert, wenn man 70 Jahre zusammen ist. Wissen Sie das? Die Gnadenhochzeit. Die heißt wirklich so, ja? Weil irgendwie stimmt das ja auch, aber ich meine, wie heißt denn das Frühstück bei denen dann? Gnadenbrot? Oder der Sex? Gnadenstoß, klar. Und eine interessante Sexgeschichte, eigentlich eine tragische, kam letzte Woche aus Indonesien. Und zwar hat sich ein 38-jähriger Indonesier aus Frust, weil seine Frau wieder schwanger ist, mit einem Messer sein, ja, wie soll man jetzt sagen im Fernsehen, also Geschlechtsteil klingt immer so klinisch, ich sag mal, seinen Urmel abgeschnitten, ja. Und zwar das ganz dramatisch gemacht. Er nahm das Messer, rief die Frau, schnitt das Teil ab, warf es ihr vor die Füße. Ja? Und keine Zeitung der Welt hat nun berichtet, was diese Frau darauf gesagt hat. Das hätte mich ja nun persönlich interessiert. Gibt es ja viele Möglichkeiten. Irgendwie zum Beispiel, keiner bewegt sich, das finden wir schon wieder. Oder glaub nicht, dass ich dir wieder alles hinterherräume. Ja? Oder meine Lieblingsmöglichkeit, wieso, das Kind ist doch gar nicht von dir. Apropos suspekte Frauen, ja, was halten Sie eigentlich von der neuen amerikanischen Verteidigungsministerin Madeleine Albright? Das ist doch keine Frau. Also erstmal, das ist doch ein Kerl. Also neben der wirkte Saddam Hussein feminin, fall. Die sah doch genau aus wie Robin Williams in Mrs. Doubtfire. Das ist bestimmt Robin Williams in der Fortsetzung, ja, Mrs. Cannonfire. Und dann der Name auch schon so fake, transenhaft irgendwie. Albright heißt ja übersetzt super schlau, ja, dann der Vorname so französisch-feminin Madeleine. Hi, ich heiße Madeleine Superschlau und ich bin ein Mann.